bei uns. Wir hatten nämlich schon lange keinen männlichen Gast mehr. Darum haben wir uns heute an Robgrum vergriffen. Robgrum heißt mit Nachnamen Mikroskop. Also fast wie Mikroskop. Dann wollen wir ihn doch mal interviewen. Hallo Mogrum. Hallo. Ja, Sie haben eine ziemlich tiefe Stimme. Ich weiß. Wovon kommt das? Hab ich von Mama geerbt. Ah, eine wunderbare Stimme für einen wunderbaren Mann, für eine wunderbare Mutter. Und was für Haustiere besitzen Sie? Ich besitze, einen Rotfisch. Ah, Ihre Stimme wird immer leiser. Da kann ich nicht für. Ich glaube, Sie kriegen gleich einen Husanfall. Das stimmt. Sie bringen mich zum Husten. Ja und? Also, dann wollen wir doch mal sehen. Was können wir denn noch dran? Wo leben die? In Pforzheim. Ah, in Pforzheim. Da wollte ich schon immer mal wohnen. Was ist Ihre Lieblingsbeschäftigung? Rübsen, Furzen und Stinken. Ich dusche mich niemals. Ah, deswegen riecht es hier so angenehm. Stimmt. Ich weiß gar nicht, was die Menschen immer wollen. Die wollen immer nur duschen. Boah, mit Ihrer entsetzlichen Stimme bringen Sie mich zu husten. Mensch, eben bei Ihnen noch wunderbar. Ja, Entschuldigung, das meinte ich ja. Oh, das ist ja ekelhaft. Also, und wie alt sind Sie? 97.000 Jahre. Wow, damit sind Sie eindeutig der älteste Mensch. Und jetzt beschreiben Sie sich selbst noch mal kurz. Lebensschwabbelass. Was hab ich denn noch? Graue, kurze Haare. Schnupfen. Haben Sie ein Taschentuch? Nein, leider nicht. Also, da habe ich noch eine zentrale Dose und Silette, das Oberteil und Schuhe. Tschüss. Anscheinend haben Sie keine Lust mehr zum Interview. Naja, dann sage ich auch Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Das nächste Interview findet am Donnerstagabend statt. Um 7:30. 6:30. Tschüss. Alles wissen. Er darf nicht wissen, du Dödel. Alles. Komm mit mir deinen Frieden. Nein, ich teile mir das Böse. Komm mit mir in die Böse. Und es wird nicht schon vorbei. I make out. Oh, das ist okay. Nein, das ist nicht okay. Und es ist Kleid. Nein. Gleich. Auf der Mensch mit Mensch. Weil er so blöd ist und so blöd. Wer verliebt Winfried? Er lacht peinlich. Und sich beklebt. So ein zerfetztes Kleid angehabt. So ein zerfetztes Kleid. Und drunter war? Ein Unterhöschen. Großbritannien noch. Entweder tatsächlich nichts. Oder das Unterhöschen. Auch, es gibt transparente Unterwäsche. Wir wissen es nicht genau. Liebe Leute grüßen, wenn ja, du magst. Prima, das mache ich dann auch. Ich grüße ganz herzlich meine Familie, mein Ralf. Und
Und mein, warum grüßt ihr einen Reis? Das verstehe ich jetzt nicht. Wie? Von irgendwem von euch? Dom diddle dom. Dom diddle dom diddle dom. In teilnehmenden Raststätten. Gibt es was zu fressen? Richtig. Darauf fahre ich ab. Dabei verlieren. Soll man gewinnen? Die rufen sie einfach an unter 111-333-777-777-790. Fühl dich zu Hause. Zurück auf. Auf unsere Uhr. Oh, es ist schon viel zu spät. Jetzt kann ich leider nicht. Viel Wunschkarte. Weihnachtsräume, rauchen mir die Räume. Oh nein, der Tannenbaum brennt und ich bin die Frauke. Kostet viel zu viel Geld. Camilo, wir machen's kurz. Du bist... Wir machen's lang. Du bist nicht geschissen. Camilo! Wow, das ist wunderbar. Ja, ich find's auch wunderbar. Grüße, mein Name. Spreche ich mit Ursula Cordes? Ich mit Ursula Cordes. Nö, mit Frau Kommandfeld. Gerne mal richtig schön durchfrisiert werden. Bald. Ja. Hallo Ursula, hier ist der Udo. Ich freue mich, dass du dich entschlossen hast, mich zu besuchen. Hä, aber hier ist nicht Ursula. Hier kommt wieder der Radiosender. Nach Interviews folgen meistens Radiosender und nach Radiosendern folgen Interviews. Also ganz logisch. Also, du mit deinem Koch. Mit deinem schönen Schal. Und ich habe meinen Charme und meinen erfinderischen Sinn. Mit meinen vielen Sonnenblumenkernen. Wir werden es schaffen. Mit Vergnügen. Denn er ist doof. So stockdoof wie Brot. Er stinkt, wa? Dummes Schwein. Was? Dummes Schwein? You are Vox. Gun, gun, Kanone. Hallo? Wo ist mein kleiner Dreck? Hast du es gehört? Ja. Also, es ist doch wohl der klare Beweis. Hä, wieso nicht? Ein Geschmack?